Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Denn der Herr, unser Gott, bleibt, wie er ist, und seine Jahre nehmen kein Ende. Ganz herzlich darf ich Sie, liebe Gemeinde, zu unserem Festgottesdienst hier in der Paulskirche mit dem Losungswort des Tages begrüßen. Du Herr bleibst, wie du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende. Von nah und fern sind wir zusammengekommen, wie alle Jahre, um den Synodischen Heimattag mit einem Gottesdienst auch zu feiern. Wir entsprechen damit nicht nur einer althergebrachten Tradition von Kirchlichkeit, sondern bringen damit zum Ausdruck, dass unser evangelischer Glaube unser wertvolles Erbe ist, dass es gilt, dieses zu bewahren und damit die Zukunft zu gestalten. Das gemeinsame Singen und Beten, das Hören auf das lebendige Wort Gottes gehört zu unserem Leben. Dass wir dieses gerne in vertrauter, synodischer Gemeinschaft tun, bringt unser Selbstverständnis auf den Hintergrund unserer Geschichte und gleicher oder ähnlicher Lebensabläufe zum Ausdruck. So freue ich mich ganz besonders über diese große Gemeinde, über die Frauen und Männer, die in Kirchentracht hier gekommen sind, um damit in besonderer Weise Gott zu ehren. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns nun einstimmen in das erste Lied. Wie lieblich ist der Mai.
unser Gott, du hast uns in der Taufe deinen Geist geschenkt. Immer wieder hast du deine Gaben in uns erneuert. Du hast dich nicht abweisen lassen durch unsere Selbstüberschätzung und den Mangel an gegenseitigem Vertrauen. Die Früchte unseres Unglaubens haben dich nicht geschreckt. Dafür danken wir dir, Herr, und bitten dich, vergib, dass wir uns nicht entschiedener gewählt haben gegen den Hang, von anderen Schlechteres zu denken. Auch wir haben Vorurteile übernommen und sind Unterstellungen nicht entgegengetreten. Es mangelt uns zuweilen an Güte, an Nächstenliebe. Wir schaffen es nicht immer, auf einen Vorteil zu verzichten und den eigenen Nutz zu überwinden. Darum bitten wir dich an diesem Pfingstsonntag, wandle unsere Herzen und Sinne durch die einzige Macht, die Gültigkeit hat vor dir, durch die Macht der Liebe, die sich in Jesus Christus offenbart. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich wieder. Thank you.
wirklich lieb, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und wohnen bei ihm. Wer mich auch nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch geblieben bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. In ihm lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte dich nicht. Selig sind die das Wort Gottes hören und bewahren. Halleluja. Thank you.
er die Kirche mit Birkenhöhen festlich schmücken. Wir möchten damit der Botschaft von Pfingsten nahe sein. Der Heilige Geist bringt Leben und Lebendigkeit. Pfingsten, das Fest des Geistes, fällt und passt eben in diese Aufbruchstimmung der Natur, die wir mit Anziehen, Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen können. So wie wir es auch in der ersten Strophe des Eingangsliedes gesungen haben. Wir merken, die Natur gerät in Bewegung, sie lebt auf, sie blüht, sie grünt. Wir merken, da ist Begeisterung da, da ist Leben da und dieses Fest ist mit den schöpferischen Elementen verbunden. In der Apostelgeschichte wird uns ja berichtet, wie ein Brausen vom Himmel kam und erfüllte die Dinge, das ganze Haus, in dem diese Menschen verschluckt da waren, die verborgen, die gelähmt waren von den Ereignissen von Karfreitag. Und Zungen, die von Feuer setzten sie in ihre Köpfe, dieser göttliche Funke sprang plötzlich auf sie über. Was Neues entstand, wovon man nicht einmal geträumt hatte, und aus der Erstarrung wurde Lebendigkeit. Was Neues kam in Bewegung und alle merkten, da ist etwas, was wir gar nicht verstehen können und doch ergreift es uns. Auch wir haben uns in diesen Tagen aufgemacht, sind in Bewegung gekommen von nah und fern, hierher aufgebrochen, um etwas zu erleben. Gemeinschaft, etwas Neues zu hören, Musik, Worte, Gespräche zu kommen, ja, dieses Fest miteinander zu feiern. Vielleicht merken wir auch etwas davon, dass dieser Heilige Geist etwas uns schenkt, etwas gibt, was wir sonst so im Alltag gar nicht merken. Denn durch die Taufe sind wir in dieses dienstliche Ereignis ja auch mit einbezogen. Wir sind Gottes Kinder und stehen damit in seiner Nachfolge. Die Ausgießung des Heiligen Geistes ist nicht etwas, was vor vielen Jahren einmal geschehen ist, ein einmaliges Ereignis damals in Jerusalem. Ich denke, gerade damit sind wir beim Motto unseres Heimattages: Erbe erhalten, Zukunft gestalten. Denn dieses Dienstereignis gilt als Geburtstagsstunde unserer christlichen Kirche. Und dieses Erbe von damals dürfen auch wir bewahren und dürfen es mit Leben füllen. Und dass dieses auch in Zukunft geschieht, dafür ist der Heilige Geist daran. Er macht lebendig und erhält am Leben. Denn ohne diesen Geist ist alles tot, unverständlich, diffus. Denn er durchströmt, ja die ganze Schöpfung ja von Anfang an aus Gott die Welt durchströmt. Und solange die Welt auch besteht, er ist uns nah. Auch wenn wir ihn manchmal gar nicht spüren, nicht spüren können, oder doch, vielleicht so wie der Atem, wie der Wind, der um uns ist, der uns am Leben erhält. Auch wenn er unsichtbar ist, wir sehen oft die Wirkung, wir merken sehr, wie es etwas bewegt bei uns in dieser Welt. Denn dieser Geist steht für das gute Leben. Umso verwunderlicher ist es vielleicht für manche, dass der heutige Predigtext aus dem 1. Korintherbrief etwas unbeweglich, etwas spröde wird. Ich lese aus dem 2. Kapitel, Verse 12 bis 16. Der Apostel schreibt: Wir aber haben nicht den
der Geistlichen. Und deutet geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer wird ihn unterweisen, spricht der Prophet Jesaja. Wir aber haben Christ gesehen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. So schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth und heute auch uns. Und er unterscheidet zwischen einem weltlichen Geist und einem göttlichen. Einem weltlichen Geist, der selbst nach Erkenntnis schrieb aus eigener Vernunft und Kraft und bleibt bei sich selbst. Und Gottes Geist, der zur wahren Erkenntnis führt, zur Selbsterkenntnis, wer wir sind, und welches Werk Christus an uns getan hat. Denn nicht die eigene Vernunft und unsere Kraft führen uns zum Ziel des Lebens und geben unserem Leben einen Sinn, sondern wir leben von dem, was uns Gott geschenkt hat und wie er uns auf diesem Weg im Leben führt. Denn er gibt unserem Leben einen Sinn und führt zu einem Ziel, das weit hinausführt über das, was wir begreifen können. Der Geist der Welt im Leben, so meines Erachtens, ist ein nicht bezogener Geist, der auf sich selber liegen will, sich selber hervorbringen will, sich selber produzieren will. Wer aber Gottes Geist empfangen hat, weiß, dass er aus dieser Gabe Gottes ist und aus dieser Liebe. Wir Christen sind ja getauft auf den Namen des Dreieinigen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und da wird uns etwas geschenkt, was uns unser ganzes Leben lang tragen kann. Und das auch Früchte bringen kann, das aufblüht, das uns die Kraft gibt, das eine oder das andere zu tun, Erbe zu bewahren, Zukunft zu gestalten. Denn dieser Geist befiehlt, dass wir erkennen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und damit meint der Apostel das Heilswerk Christi, das er für uns, an uns getan hat. Und dieses Erbe zu erhalten, ist auch für uns nicht nur ein kulturelles, ein geistiges, das über 800 Jahre gewährt hat, sondern eben ein anderes, das seit unserer Geburt, seit unserer Taufe uns aufgetragen ist, ein Erbe, das 2000 Jahre alt ist. Und in Jesus Christus erkennen wir dann, dass Gott Mensch geworden ist, unsere Freiheit und alle Gefangenschaft und Unfreiheit und alle Unzufriedenheit, dass er uns verhilft, uns in unserem Leben zu bewähren, jetzt und auch in Ewigkeit. So haben wir Anteil nicht nur an diesem Sterben, sondern auch an seinem Auferstehen. Wer das weiß, dass alles Liebe, auch unser Leben, ein Geschenk von Gott ist, der lebt und der denkt anders, geistlich, von Gottes Geist geführt. Und als Geschenke reden wir von dem, was unser Herz tut. Von dem, was Pfingsten uns geschenkt wird, dass unser Leben Tag für Tag wieder neu gestaltet werden kann, eben weil Gottes Gnade jeden Morgen neu ist. Und diese Botschaft vom Heiligen Geist wird über Worte verkündigt, die Gottes Geist gibt. Wer aber als Mensch gemeißelt lebt und nicht um die Gnade Gottes, gar Gottes Geist versteht, das Wesentliche nicht. Man sieht
Nur mit dem Herzen tut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, sagt Antoine de Saint-Exupéry in seinem Text. Und darum geht es, dass wir selber immer wieder unterscheiden, wessen Geistes Kinder sind. Wenn in unserer Anlassfrage etwas als natürlich bezeichnet wird, so verbinden wir oft die Vorstellung mit etwas Positivem. Zum Beispiel eine Person, die ethisch auf uns wird, bezeichnen wir in einem guten Sinn als natürlich. Paulus benutzt hier die zwei Begriffe geistig und natürlich im Gegensatz. Der meint, der natürliche Mensch ist der, der aus sich selber lebt, und der geistliche, der lebt aus Gottes Gnade. Das ganze Leben, die ganze Schöpfung muss eigentlich geistig beurteilt werden und nicht so, wie wir Menschen es gerne tun, wie wir richten, urteilen und verurteilen, sondern etwas von dem erfahren, was Gottes Geist uns schenkt, vor allem in Liebe und aus Liebe. Und wenn wir aus diesem Geist als getaufte Menschen leben, dann merken wir, es ist eine Gnade da, die aber nicht zum Hochmut führt, sondern eher zum Demut. Und wer sich den Heiligen Geist ausschließlich und ein für alle Mal für sich selber beansprucht, sich für etwas Besseres hält, muss damit rechnen, dass dieser Geist sich schnell wieder verfügt. Denn zwingen lässt er sich nicht und missbrauchen schon gar nicht. Dieser Geist ist eigentlich unverfügbar für uns. Er ergreift uns, er bewegt uns, er führt uns. Denn wir haben den Herrn ins Herz erkannt oder wählen wir ihn unterweisen, sagt schon der Prophet. Und damit wir jetzt sagen, niemand, kein Mensch kann das, weder ein natürlicher noch ein geistlicher Mensch. Gott bleibt uns Menschen immer ein Stück weit verborgen. Und doch ist Pfingsten das Freudenfest, ein Freudenfest voll Leben und Lebendigkeit, voll Kraft und Leichtigkeit. Deshalb können wir auch Gegenwart und Zukunft gestalten, weil Gottes Geisteskraft zwar nicht fassbar, aber spürbar. Ihre Macht unverfügbar, aber wirksam ist. Darum dürfen wir voller Vertrauen heute auch beten. Heiliger Geist, hier bei uns ein. Komm mit deinem Segen, mit deiner Kraft und Weisheit. Erfülle unsere Herzen, bring uns in Bewegung, erleuchte uns mit deinem Licht. Gib uns Kraft, das Erbe zu erhalten und Mut, die Zukunft zu gestalten. Schenke Vertrauen, dass das Leben gelingt. Verleih Hoffnung, dass das Leben neu entsteht. Auch für uns heute und hier und alle Tage, da wo wir leben.
dein Lob, ihre Gebete und Gesundheit. Dass wir uns stärken und Mut machen für die Erfüllung unserer Aufgaben, dass er durch die Gefahren und Zukunft gestaltet. Es wird uns trösten, wenn wir glauben. Dafür sind wir im Herzen dankbar. Wir bitten für die Veranstaltungen des heutigen Tages, dass die vielen Bewegungen zum freudigen und nachhaltigen Erlebnis werden. Sei allen nahe, die sich als Einzelne oder Gruppen an diesen Tagen einbringen und dass wir reden und tun zu Glücken werden, die Grenzen verbinden und Versöhnung bewirken. Schenke dazu einen guten Heiligen Geist. Thank you.
bleibt noch zu danken. In erster Reihe zu danken Ihnen, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Wir haben so kräftig mitgesungen und ich denke, herzlich gebeten. Ich bin überzeugt, dass wir die Gottes Gottes gehört. Ich möchte meine Freude Ausdruck geben über unsere Gäste, unsere Brüder, die aus Siebenbürgen gekommen sind. Wir haben in diesem Miteinander ein neues gehört. Nicht die Gegangenen und die Gebliebenen, sondern die, die zusammengehört haben, die zusammengehört und die zusammenbleiben wollen. Nehmt die Grüße hin. Wir haben euch nie vergessen. Und dieses Verbundensein hat uns getragen und ich bin überzeugt, wird uns tragen auch in Zukunft. Und ihr Freunde, die ihr Weltliches gestaltet, nehmt ihr nicht krumm, wenn ich zu diesem Motto des Heimatteils und Erbe sage, das schönste Erbe, das tragendste Erbe ist unser evangelischer Glaube. Das bringen wir auch zum Ausdruck in unserer Fürbitte, wenn wir alle einschließen, die Verantwortung übernehmen in Kirche und Gesellschaft. Und ich erinnere an das Wort vom Ministerpräsidenten Bayerns von gestern, das er hinwies. Unser christliches Selbstverständnis ist wichtig in der Gestaltung unserer Gesellschaft, wo wir vielleicht nur ein kleines Teilchen sind, aber genau so wichtig sind. Ich bedanke mich bei der Schwesterin, eine Siebenbürgerin auch, Frau Monika Grochner, die uns den Raum hier gestaltet und verantwortlich ist für die Tage, wo wir diesen schönen Kirchenraum einfach besetzen. Das sind ja wichtige Dienste. Ich bedanke mich bei unserer Siebenbürgischen Kantorei unter der Leitung von Ilse Maria Reich. Es ist schon schön, wenn man so gekommen zur Ehre und zum Lob Gottes singt. Es bereichert uns und bietet uns Würdigung. Und nehmen Sie es mir zum zweiten Mal nicht krumm. Alles, was wir gestern und heute von Ihnen gehört haben, können wir weiterhören, wenn dies auf dieser CD. Sie ist zu haben am Ausgang für nur 10 Euro. Sie ist im Übrigen die Fortsetzung unseres Jahrbuches von Vorjahr unter dem Titel der schönsten und herrlichsten Gaben Gottes. Eine ist die Musika. Es kann Sie begleiten von diesem Höhepunkt des Tages in die anderen Tage bis zu Weihnachten hin und bietet sich auch als ein schönes Geschenk, eine schöne Aufmerksamkeit für Freunde und Bekannte. Ich danke euch, ihr lieben Jugendlichen, dass ihr so geschmückt wie Königinnen gekommen seid, um den Gottesdienst mitzugestalten. Bleibt dieser Sache treu. Nehmt euch den Tag so schön wie hier in der Kirche. Und nicht zuletzt bedanke ich mich für den Verkündigungsdienst bei Pfarrer Hans Schneider, der nun seit einem Jahr in Rügland seinen Dienst tut und seine Treue über viele, viele Jahre hier eingebracht hat. Ich danke dir, lieber Hans, für den Hinweis auf die Notwendigkeit der Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben ihn oft nötig. Den allseitigen Dank sage ich vor allen Dingen im Namen des Vorstandes der Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen, der Diakonischen Werk der EKD, bis dahin Hilfskomitee,
Zuletzt habe ich neulich gelesen, dass den Menschen für eine gute Tat Freude geschenkt wird. Versuchen Sie es beim Ausgang, Gebetenen für eine Kollekte, für unsere diakonischen Aufgaben. Das ist ja sehr wichtig, die kleinen und die großen. Wir können keine großen, bewegenden Dinge tun, aber schaut, es gelingt uns, den kleinen mal zu helfen. Und darauf liegt ja auch der Segen. Und wir sind auch in dieser Hinsicht verbunden mit der Heimatkirche und manchmal ist es so, dass der Hauptanwalt sagt, wir haben jetzt hier eine Lücke, könnt ihr uns da helfen einspringen? Dann sagen wir, hier sind wir. Aber vielen Dank. Ja, und das ist schön, da erleben wir Freude und Dankbarkeit. Und wir bitten ihn, der Zuruf lautete, um eine stille Kollekte. Dank im Voraus, Gott segne, Geber und Gaben. Und nun bitte ich, dass wir das Schlusslied miteinander singen und wünsche uns weiterhin einen gesegneten Tag, ein schönes Miteinander. Seinen Frieden.